Guten Nachmittag und schön, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt zu der nächsten neuen Folge Sherlock Holmes und die tätowierte Sonnenblume. Wir haben in der letzten Folge endlich Mrs. Ratchet ausführlich befragen können und haben auch sehr, sehr vieles erfahren. Und der Name Whitney ist da sehr häufig gefallen. Erinnert mich natürlich jetzt direkt natürlich an Tyler Whitney aus The Last Express, aber hier ist es nun etwas anderes, und zwar jemand, der hier am Spitzen ist. Gut, hier, die sind immer noch, denen geht's immer noch gut. Ich dachte, jetzt wird's hier richtig kalt drin und die fangen an zu zittern und verlassen die Badeanstalt, aber nö. So, da ist nämlich Mr. Whitney. Und wie sieht er aus? Ist er schon am Sterben? Mit seinem Fettansatz und seinem fliehenden Kinn wirkt dieser junge Mann wie ein Beluga-Wal in einem Dampfbad. Seine verdeckten Augen sind zum Teil geschlossen und Bäche von Schweiß rinnen übers Gesicht. Es ist unmöglich festzustellen, ob er sich wohlfühlt. Nahaha. Es scheint mir, als seien Sie bislang nicht sehr entgegenkommend gewesen, Whitney. Ich habe Ihnen gesagt, was Sie wissen müssen. Wohl kaum. Sie hatten vermutlich Dienst, als die Formel gestohlen worden ist. Und jetzt erfahre ich, dass Sie auch Dienst hatten, als sie wieder auftauchte. Stellen Sie sich diesen Zufall mal vor. Ich hasse Zufälle. Sie können nicht beweisen, dass sie jemals den Lesesaal verlassen hat, es sei denn, Sie wüssten, wer sie entwendet hätte. Wer war es, Mr. Holmes? Machen Sie sich nicht lächerlich, Whitney. Den Spieß umzudrehen ist ja ein ganz fairer Schachzug, aber Sie haben weder die Intelligenz noch die Informationen, um das durchzuhalten. Okay. Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Pratts Ermordung und dem Wiederauftauchen der Formel? Keinen. Die Formel hat die Büros niemals verlassen. Sie ist perfekt versiegelt. Alles ist in Ordnung. All Ihre Behauptungen sind nachweislich falsch. Aber da ein Vogelstrauß neugieriger ist als Sie und da Sie all das wohl wirklich glauben, verschwende ich lieber nicht meine Zeit. Wann werden Sie wieder im Ministerium sein? Nach meinem Bad. Machen Sie sich nicht die Mühe, rüberzukommen. In meiner offiziellen Position bin ich als Zeuge weniger bereitwillig als hier. Das wäre ja mal einen Besuch wert. Ich glaube, Sie haben eines vergessen. Wie immer die Sache ausgeht, Sie tragen eine gewisse Schuld an dieser Affäre. Kooperation wäre auch in Ihrem Interesse. Ich glaube, Sie sollten sich anziehen, Mr. Whitney. Jetzt. Oh, wie nett. Sie lassen einem Mann ja richtig viel Privatsphäre. Ja, wir stehen daneben, gucken zu. Was mich jetzt gerade ein bisschen erstaunt, der Besen, der Schrubber ist weg, den wir hier reingesteckt haben. Und er ist immer noch freiwillig da drin. Und jetzt stellt sich mir die Frage, war hier jemand und hat den rausgezogen oder ist es ein Spielefehler? Okay. Die raus... Halt! Watson. Watson ist immer wichtig, mit dem zu reden. So, die raus-reingeht-Taktik. Ah, wo ist jetzt... Da, was? Da. Baden. Na, okay. Okay, müssen wir ihn jetzt einfach hier machen lassen und er ist dann im Ministerium oder wie sieht das aus? Oh, wahrscheinlich. Oh, jetzt muss ich da erst wieder drauf kommen. Oh, das war einfach. Super, der ist ja gar nicht hier. Oh, oder doch? Wie ist die Lage bei dem Diwar-Dokument, Mr. Whitney? In meiner offiziellen Funktion kann ich dazu keinen Kommentar abgeben. Bitte gehen Sie jetzt, dieser Raum ist Sperrgebiet. Versuchen Sie mich nicht mit Ihrer falschen Autorität zu beeindrucken, Whitney. Wenn Sie irgendwie noch von einer Beförderung träumen, schlage ich vor, Sie helfen mir. Ein geheimes Dokument ist vor Ihrer Nase hier rein und raus geflattert, aus Ihrem Lesesaal. Ich bin unschuldig. Mein Benehmen ist über jeden Verdacht erhaben und es gibt keinen Beweis, dass es jemals diesen Raum verlassen hat. Gewisse Minister denken darüber wohl anders. Mein Bruder auf jeden Fall. Ist Ihre Position so stark, dass Sie dieses Risiko einzugehen gewillt sind? Okay. Saß der auch schon vorher hier? War das der gleiche? Ich dachte, das wäre ein anderer und der Whitney würde jetzt hier irgendwo anders sein, aber der sitzt ja auch hier vorne. Das ist ja jetzt merkwürdig. Der kumulente Beamte ist schlampig gekleidet. Er verkörpert einen typischen Mitarbeiter auf dieser Ebene der Regierungshierarchie. Wenn er auch sonst dem Klischee entspricht, dann verbringt er seine Freizeit damit, sich teure Kunstbücher zu kaufen und belgische Schokolade zu essen. Oh! Ey, habt doch auch Schokolade. Huch. Wo ist meine Schokolade? Da ist meine Schokolade. Na, bringt aber nichts. Okay. Wann haben Sie Thomas Pratt zum letzten Mal gesehen? An dem Morgen, als er die Formel als vermisst meldete.
Haben Sie ihn jemals in Gesellschaft anderer gesehen? Männer, Frauen, Geliebte oder so? Ja, ein oder zweimal mit einem jungen Mann. Wir hatten keine gemeinsamen Freunde. Mhm. Wer aus dem Ministerium gehörte zu Pratts Bekanntenkreis? Er sprach gelegentlich mit Lord Lawton und war überfreundlich zu dieser Mrs. Ratchet. Zum Rest war er nur höflich. Keine Feinde, von denen Sie wüssten? Keine. Also warum ist er ermordet worden? Wenn Sie das wirklich nicht wissen, werden Sie es früh genug erfahren, Mr. Whitney. Diese Person weiß im Augenblick nichts zu berichten. Was ist das denn für eine... Hä? Das haben wir ja noch nie gehabt im Spiel. Warum kommt das denn jetzt? Oh, sehr merkwürdig. Auch, dass der jetzt hier einfach so sitzt, das macht mich wahnsinnig. Der Schreibtisch des Sicherheitsbeamten, genau, ist übervoll mit Stiften, Büchern, verschiedenfarbigen Bändchen, Streichhölzern, Tinte, Siegelwachs, immer, das hatten wir alle schon. Aber sonst noch hier irgendwas. Ja, das Register. Ein offizielles Register, dessen Seiten das Wasserzeichen des aufgerichteten Löwen tragen, liegt offen auf dem Schreibtisch. Der Sicherheitsbeamte, genau, es hieß, glaube ich, früher nämlich immer nur der Sicherheitsbeamte und jetzt ist auf einmal Whitney da. Er fasste darin wahrscheinlich Informationen zu den Dokumenten in diesem Raum und zu deren Lesern. Eine römische Ziffer erscheint auf jedem Dokument neben dessen offiziellem Namen. Ein Überblick über seinen Verleih aus dem Leseraum und über die Rückgabe ist ebenfalls darauf verzeichnet. Das Buch verdeckt fast völlig den gelben Umschlag eines Groschenromans, mit dem sich Whitney seine weniger anstrengenden Arbeitsstunden vertreibt. Okay. Oh, Dokument. Moment. Erstmal will ich das Register... Das ist geheimes Regierungseigentum, Mr. Holmes, und es enthält sowieso nichts, was Ihr Bruder nicht kennt. Na, das dachte ich mir schon. So, dann haben wir jetzt da noch ein Dokument. Oh, das scheint wahrscheinlich was zu sein. Das Dokument mit einem roten Band auf einem Wachssiegel verschlossen. Der Buchstabe V steht in sauberer Handschrift in der Nähe des Knicks. Neben dem Siegel ist ein großer Fleck zu sehen. Oha, 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 was könnte das wohl sein? Das nehme ich doch mal mit. Zack! Fassen Sie nichts an auf dem Schreibtisch, Mr. Holmes. Betrachten Sie all das hier als das Eigentum der Queen. Ich bin Ihr pflichtbewusster Diener. Sie sind niemand. Holmes, lass dir das nicht bieten. Fassen Sie nichts an auf dem Schreibtisch, Mr. Holmes. Betrachten Sie all das... Eieieiei. Gibt's da noch irgendwas? Jedes Regal ist in einzelner... Ja, das hatten wir alle schon. Was das soll, verstehe ich bis heute nicht. Von hier aus kann man sehen, dass diese Fenster bünden... Ja, genau. Schlampe, Lampe. Bringt nix. Das soll es gewesen sein, das glaub ich doch jetzt wohl nicht. Na, geht doch. Jetzt möchte ich gerne die Wars Formel untersuchen. Sie stehen nicht auf meiner Liste, Mr. Holmes. Ich versichere Ihnen, dass sie sich in unserem Besitz befindet und dass sie in erstklassigem Zustand ist. Wo wurde sie entdeckt und von wem? Na, sie war hier ganz in der Nähe, in diesem Raum natürlich. Nur kurz verlegt, würde ich sagen. Davon bin ich überzeugt. Ich würde sie gerne mal sehen, mal anfassen. Nein, drohen Sie mir so viel Sie wollen. Mein Minister wird mich unterstützen. Die Formel ist wieder da, wenn sie jemals weg war. Ihre Beteiligung an dieser Angelegenheit ist damit abgeschlossen. Was nur zeigt, wie wenig Ihre Gedanken wert sind. Da schon wieder. Muss ich jetzt vielleicht noch irgendwas? Nämlich, nee, weil man nicht das Register, das Dokument. Nimm. Fassen Sie nichts an auf dem... Ah! Watts, meine Geheimwaffe. Dieser Kerl braucht eine Lektion in Bescheidenheit, Watson. Helfen Sie mir? Mit außerordentlichem Vergnügen, Holmes. Sag ich doch. Watson, meine Geheimwaffe. Okay, so jetzt aber. Fassen Sie nichts an auf dem Schreibtisch, Mr. Holmes. Betrachten Sie all das hier als das... Fassen Sie nichts an auf dem Schreibtisch, Mr. Holmes. Hm.
Okay, was... Was übersehe ich jetzt hier? Oder, warte mal, soll ich da draufklettern und Watson nimmt die Sachen? Aber, nee. Er reagiert ja nicht, Whitney. Da. Tja. Was übersehe ich hier? Ihn erstmal angucken. Das macht manchmal auch vieles. Aber nee, das hatte ich ja schon. Tja, das... Ich krieg's immer nur in der Betrachtung. Was ist eigentlich mit diesem Groschenroman, der da drunter liegt? Fassen Sie nichts an auf dem Schreibtisch, Mr. Holmes. Betrachten Sie all das hier als das Eigentum der Queen. Ich bin Ihr pflichtbewusster Diener. Halt die Schnüss! Darf doch nicht wahr sein, übersehe ich hier irgendwas. Diese Öllampen taugen nicht... Ja, weiß ich doch. Geht's hier eigentlich überhaupt weiter? Nee. Welche Vollmachten haben Sie denn, Mr. Holmes? Wenn Sie noch einen einzigen Schritt in dieses Zimmer machen, werden Sie verhaftet und wegen Hausfriedensbruchs angeklagt. Gibt es hier drin ein Echo, Watson? Ah, hier geht's weiter. Ein Mitarbeiter der Regierung entspannt sich nach einer erschöpften Sitzung mit dem Kreuzworträtsel der Times bei einem kleinen Nickerchen. Weck ihn auf, okay. Welche Vollmachten haben Sie denn, Miss? Gibt es hier drin ein Echo? Warum? Welche Vollmachten gibt es hier? Moment. Nein, geh mal hier zurück, Watson. Nee, hä? Ach so, warte mal. Hehehehe. Wir haben doch die. Ne, wieder werde ich von der zweiten verfasste Notiz erreicht, das ist offensichtlich zu vermeiden. Sie werden jedoch solche Personen ihren Zweck erfüllen und sich auf offiziellen Schriftstücken einschüchtern. Ja. Oh nein. Ich dachte, ich könnte. Hä? Aufforderung? Ach, die soll ich ihm zeigen. Okay. Das ist ziemlich allgemein, oder? Präzise genug für Sie, Mr. Whitney. Ich erwarte von Ihnen Kooperation, wie es mein Bruder auch getan hätte. Die Formel soll aus diesem Raum verschwunden sein. Dürfte ich mich einmal umsehen? Als Gefallen für Ihren Bruder könnte ich das wohl erlauben. Aber fassen Sie nichts an und belästigen Sie nicht die Anwesenden. Sie sind hier nur geduldet, Mr. Holmes. Was immer Sie meinen, Whitney. Können Sie sich eine Verbindung vorstellen zwischen dem Mord an Pratt und dem Diebstahl oder der Rückkehr der Formel? Nein. Ich dachte mir schon, dass Ihre Vorstellungskraft dafür nicht ausreicht. Okay. Das heißt, ich darf jetzt hier weiter rein, ja? Ah, das heißt, ich darf den jetzt auch endlich wecken. Ahahaha. Geht's hier noch weiter? Ja, da geht's noch weiter. Oh, da ist noch einer. Wie groß das hier ist. Oh, das ist ja... Jedes Regierungsbüro ist mit Samtvorhängen ausgestattet... Mit Standardstühlen und mindestens einem Papierkorb aus gehämmertem Zink. In Gallegrün gestrichen. Da fragt man sich doch, ob die Queen diesen Hoflieferanten ihren Segen gegeben hat. Fülle. Ja, okay. Wir räumen halt ein bisschen auf. Kann ich auch mal machen. So geil. Guck dir an. Er nimmt jedes einzelne Stück in die Hand. Oh, sieht das geil aus. Der Papierkorb ist jetzt gefährlich voll mit brennbaren Abfällen. Okay, ich weiß, was ich tun muss. Sir, haben Sie Unbefugte in diesem Raum gesehen? Na, endlich. Endlich kommt jemand wegen dieses Affronts. Verzeihung? Man hat mir hier in diesem Sessel eine Rechnung präsentiert. Eine Zahlungsaufforderung.
eine triviale Summe, weniger als 10 Jahre alt. Ich frage Sie, ist man denn vor diesen Herrschaften nirgendwo sicher? Pratt hat den Kerl reingelassen. Sein Arbeitsplatz wackelt jetzt, das können Sie mir glauben. Ich hatte Zusicherungen vom Minister. Die Angst um seinen Arbeitsplatz ist für Pratt kein Problem mehr. Sind Ihnen irgendwelche besondere Sicherheitsvorkehrungen in diesem Raum bekannt? Sicherheit? Wer sollte denn irgendwas von hier haben wollen? Stapelweise Papier, verdammt unbequeme Sessel, schäbige Teppiche und so weiter. Verdammt unsportlich. Wir lassen solche Typen hier nicht rein. Der Mann ist ein Idiot. Aber ein Gentleman. Der Watson aus der Ecke, ey. Okay. Dieser Beamte nutzt die Abgeschiedenheit des Lesesaals, um einen Brief zu schreiben. Er scheint ständig in Gefahr, seinen Federhalter mit einer Zigarre zu verwechseln, und er hat offenbar Schwierigkeiten, einen Anfang für sein Schreiben zu finden. Denn eine ganze Legion von verworfenen Versuchen umgibt ihn und den Papierkorb. Okay. Was haben wir hier? Wer bist du? Guten Tag. Angeklopft. Verzeihen Sie, Sir. Unterhaltung nicht erlaubt. Bruch des Protokolls. Was? Alter, du machst Kreuzworträtsel. Willst du mich verarschen? Na gut. Nein. Komm, Holmes. Einfach nach hinten kommen. So, jetzt kommt man nach hier vorne. Anzünden. Ich muss noch nie mal was aus dem Inventar holen. Holmes, du durchtriebenes Luder, du. Genau, und jetzt nach vorne. Ja. Ja, jetzt nach vorne. Holmes, beweg dich doch. Danke. Warum fächeln die dem Feuer jetzt Luft zu? Leg doch einfach die Jacke da drüber, dann erstickt das Feuer. So, und jetzt... Ja, danke. Genau das wollte ich. Ist das eine diebische Elster? Okay, erstmal wieder nach Hause. Zu Hause ist immer gut. So, und jetzt gucken wir uns das erstmal an. Nein, Tasche. Ein einzelnes einmal der Länge nach gefaltetes cremefarbenes Blatt Papier ist mit einem roten Band und einem Wachssiegel gesichert. Der Buchstabe V bzw. die römische Zahl 5 wurde handschriftlich an der Faltung notiert. Neben dem Siegel ist ein großer Fleck zu sehen, der das Dokument jedoch nicht unleserlich macht. Zweifellos handelt es sich dabei um die Formel von Professor Devon. Tja, und jetzt ist die Frage... Ein fast halbrundes Bruchstück eines Wachssiegels trägt das offizielle Siegel des Außenministeriums. Der fehlende Teil ist halbmondförmig und hat eine markante, zackige Kante. Aha. Okay, Wiggins. Mit dem irgendwie unterhalten? Nein. Ich denke mal, ich werde jetzt nach oben gehen müssen und... mir das Ganze mal an meinem Labortisch anschauen. Ja, meine liebe Babsi, ich bin lernfähig. Watson, hast du noch was zu sagen? Ich glaube nicht. Nein. Gut. Nein, nicht Sessel. Hier hinten. Einfach nur hier hinten hin. So, dann Tasche. Aha, ne? Kaffee, machen wir nicht untersuchen. Marmelade auch nicht. Ich weiß, aber Gott, hier ist alles. Und, ja, betrachte. Okay. Ja, oder so. Vielleicht mit der Lupe. Der braune Fleck basiert auf Wasser. Ist es Tee oder Kaffee? Weder noch, vermute ich. Koste? Was? Willst du das jetzt essen oder was? Was macht er? Tranch? Ach so, den Fleck schmecken. Weder pflanzliche noch tierische Bestandteile. Ich vermute, es ist ein alkalisches Salz und es hat einen bitteren Hauch. Meine Güte. Gleich haben wir alles durch.
Deutlich bitte, aber zu schwach, um genaueres sagen zu können. Ist das meine Einbildung oder ist der Flecken leicht dunkler geworden? Ich glaube, Sie haben recht. Ich vermute Cyankali oder Sodiumbisulfat. Beides sind Fixative für Fotografien. Beide sind lichtempfindlich. Analysieren, na, dachte ich mir doch. So, und das bringt doch schon wieder jemanden, den Mr. Ich analysiere ein Eckchen von dem Fleck in einer Schwefellösung. Ein gelbes Ergebnis bedeutet, dass ich auf der richtigen Fährte bin. Gut, Holmes, aber bitte zerstören Sie das Dokument nicht. Na, auf jeden Fall brauchen wir jetzt erstmal die Schere. Mr. Hargrove, der kommt mir hier schon wieder irgendwie komisch ins Gedächtnis. So. Wir brauchen dann dafür, brauchen wir, wenn mich mein Chemieunterricht nicht im Stich lässt, nein, das war es nicht. Da. Ah! So, oh. Sieht aus wie eine starke Cyankali-Lösung. Das richtige Nitrat sollte das typische Preußenblau der Blausäure ergeben. Das müsste Eisennitrat sein, wenn mich nicht alles täuscht. Na. Da. So rum also. Oha. Jetzt haben Sie das Ergebnis, aber was bedeutet es? Die Formel ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit fotografisch kopiert worden. Unsere Suche geht weiter. Ja, allerdings. Umrühren bräuchte das jetzt, glaube ich, nicht mehr. Nein. Gut. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt warte zur Sicherheit, nochmal gucken. Betrachte. Gut, Mr. Hargrove werden wir nämlich jetzt besuchen. Watson? Nee, du nicht mehr. Nee. Einfach dran vorbeigehen, Holmes. Genau, jo. Und dann hoffe ich, dass wir Mr. Hargrove jetzt mal darauf ansprechen können. Ich könnte wetten, der hat da seine Finger mit im Spiel. Das würde sich nämlich mit dem decken, was wir jetzt hier gerade gefunden haben. Aber gut, das ist erst auch mal nur eine Vermutung meinerseits. Und ich glaube, wir sind jetzt gleich auch am Ende des Teiles hier jetzt angekommen. Und zur Sicherheit, hier, Wiggy Wiggy Wiggy. Nein. Jonas. Johannes. Nein, gut. Dann, Watson, auf geht's. Da gehen wir noch hin. Und dann soll es das gewesen sein. So, wo ist er? Guck mal, wie cool das Rollo ist auch noch unten. Nur noch einen Moment, Gentlemen. Die Beispielporträts sind meine Visitenkarten. Erfreuen Sie Ihre Augen. Bedienen Sie sich. Ja, ja. Nimmt er jetzt schon wieder... Holmes, du hast schon eine Visitenkarte. Okay, kann ich hier, während er hier noch irgendwas macht? Ah, schade. Nein, jetzt brauchst du es auch nicht mehr machen, Holmes. Du bist zu langsam. Ach, egal. Ja. Okay, Freunde, dann sind wir hier am Ende des Teiles angekommen. Holmes, komm nach vorne. Verabschiede dich gefälligst von unseren Zuschauern. Und dann sehen wir uns alle in der nächsten Folge wieder. Dann mit dem Gespräch hier mit Mr. Hargrove. Und ich hoffe, ich hatte recht und er kann uns etwas Nützliches sagen. Macht es gut. Bis dann in RWB 18. Adieu.